alles auseinandernehmen. Oh, der Rischel explodiert. Ach, so schön Rückzug. Wie habt ihr das gemacht? Wir haben auf alles draufgehauen. Los, Black Eye, zeig's mir! Schwing die Hüften! Woo! Oh, jetzt hat's aufgehört. Oh. Okay, es geht weiter. Willkommen zurück zu Vulkanoids, liebe Leute. Mit dabei der liebe Black Eye. Löchen. Wir spielen weiter und ja, los geht's. Warte mal, ich habe ganz viel Zeug gefunden letzte Folge. Ja. Pumpe, Shredder, ich tu mal alles. Warte mal. Genau, die Pumpe sollst du eh reintun. Ah, da kommt wieder. Woher weißt du das immer? Wann wir was wo reintun? Ja, ja, der hat bestimmt auch so ein. Neue Version von dem. Ja. Wir sind voll. Hier. Wir haben noch eine zweite Werkbank, die könnten wir ja mal platzieren. Taktiere den Captain. Ja. Steuerungsarmband Funkgerät verwenden. Drücke Q. Und welche Zahl? 7. 7. Ach, tatsächlich, lustig. Forschungswerkbank. Mach ich jetzt mal, jetzt bin ich mal dran. Jawohl. Also. Ich brauche. Kupferschrauben und Kupferplatten. Kannst du mal gucken, ob du den Schrank irgendwo hinbauen kannst? Ein Schrank? Windschrank? Ja, hab ich den jetzt in meinem Inventar oder ist der da? Wahrscheinlich. Fahr mal runter. Jawohl, Kapitän. Mist, jetzt bin ich hier. Abfahrt! Bohrung ein. Runterbohrung! Oh, boing! Boing! Das ist halt, wenn wir hier gerade nach unten, dann verschiebt sich der Raum und dann kommt man da mal gegen. Ne? Ja, mich nervt diese Kamera. Kann man das irgendwie ausmachen? Escape? Ach, Rechtsklick. Ah. Oder Escape. Das nervt mich nämlich so ein bisschen. So. Wird gebaut. Bitte warten. Wofür brauchen wir denn die Betten? Über das Bett wird das Spielerinventar gespeichert. Wenn der Spieler im Multiplayer-Modus offline geht, während der Offline-Spieler ist, schläft er im Bett. Ach, sag nicht, du kannst einen Server aufsetzen. Nee, glaube ich nicht. Oh, nee, wahrscheinlich nicht. So, gebaut. Hier oben ist auch eine Kiste. Ach so, doch, hier, ich habe den Schrank. Ich komme erst mal hoch. Also, ich habe hier einen Schrank. Hier, so. Da. Oh. Ui. Hier ist noch eine Werkbank. Ich mache jetzt erstmal hier hin. Mach mal. Was macht das Munition? Ist das die Munitionszuführung für die Türme oder was heißt das? Das ist, dass es aus ist und ob es gerade schießt und ob es Munition hat. Also in der Mitte ist, ob es an ist, links ist, ob es Munition hat und rechts, ob es schießt. Ob ich. Wieso? Achso, weiter geht's. Bleibe im Drillship unter der Erde, blablabla. Bla bla. Konverter nehmen. Gehe zum Drillship-Frachtraum. Klick auf Menütaste. Blablabla. Ah, da. 4 Stück haben wir davon. Und Schwefelpulver sollst du nehmen. 3 Stück. Oh. Blaupause für Anfangsforschung. Auftrag an Forschungsbank. Achso. Sollte mal dem Weg für die Dingens folgen. Alles normal. Ah, das ist ganz normaler Dienstag. Ich würde doch gerne. Das muss man doch standardmäßig ausmachen können. Das wäre richtig gut. Kamera, Maus, Kameraempfindlichkeit, toter Bereich, Tastatur, Gamepad. Wie langweilig. Hat FPS-Anzeigen, hat Menü, bin ich auch. Temperatur in Fahrenheit. Freiheitsunit. Ja. Wo hast du nochmal das Waffenmodul da oben reingetan, ne? Achso, das ist das einzige. Eins oben und eins an der Seite hier. Achso, da, okay. Das ist, ja. Nee, da, die hier. Nee, ja. Doch, das hier oben ist eins und das links ist eins. Das ist draußen. Du hast gesagt, man kann die auch wieder einfahren. Wie hast du das gemacht? Ja. Wenn du hier diese Lampe anguckst, oben in der Mitte. Ah, okay.
geht hier dann auch mit Mitte. Ah ja, okay. Und was meinte der mit Generator? Wo ist denn hier unser Strom? Auf, haben wir eine Anzeige über der Kiste, da ist so ein... Ah ja, okay. So, was sollen wir jetzt machen? Eine Blaupause? Achso, ist am Forschen. Die gute, Bioluft. Es forscht langsam vor sich hin. Mal noch mal ein bisschen... 5 Schwefel... Achso, Schwefelpulver? Achso, doch, schwarzer Wurm, Schwefel. Ey, wir haben... Krass. Wir haben gar nicht mehr so viel. Du hast gesammelt. Ja, jetzt sind wir voll. Auch ein Frachtmodul. Wir haben noch diese ganzen Raffineriesachen, die müssen wir doch eigentlich auch erforschen können. Was war jetzt drin? Ich weiß nicht, was du da hergestellt hast. Raffineriewerkbank aufwerten. Machen wir das mal. Schwefel. Haben wir noch 5 Schwefel? Ich glaube nicht. Nee. Ach doch, wir haben noch Schwefelerz. Sekunde. Jo, jetzt ist er am Arbeiten. Wir können jetzt nochmal... Ich meine... Schwefelpulver brauchen wir. Können wir die Forschung nochmal das Herstellen der... besser und nach starten, dann können wir ein bisschen sammeln. Wie kann ich denn nochmal sagen? Ah, hier, so. Ups. Ich kann. Das ist aber neu, dass du jetzt hier so rumfahren kannst. Warte mal, das will ich mir jetzt mal angucken. Mal. Oh. Oder kann ich hier so rumfahren? Oberfläche. Das knistert und knackt hier. Tatsächlich, wir sind jetzt... Unter der Kannst Erde? Du rausgehen? Ey, die Tür ist abgeschlossen. Wir sind aber jetzt hier in so einer... Das ist ja faszinierend. Ich glaube, wir können das noch nicht machen. Hä? Was machst du jetzt? Ich habe einfach da irgendwo hingeklickt, weil ich die Karte hin und her ziehen wollte. Du kannst rumfahren hier. Wie hast du denn geklickt? Ich kann gar nicht klicken. X-Click. Probier mal. So. Nee. Welcher Karte Echt? Bist du denn? M? So, ach so. Jetzt. Ach, guck mal! Ja, ja dann. Oh, Kohle! Ich sammle, du produzierst. Los, produziere! Jawohl! Ich hab ja Armkohle und Schwefel, aber. Alles genug. Ach, krass, hier sind auch so ganz viele Konverter und so. Das ist ja lustig. Das finde ich gut, dass wir das gemacht haben. Da hat man ein bisschen Zeit, die man verbringen kann hier. Zusammen. Ja. Das ist auf jeden Fall neu. Ja, dann gehe ich hier wieder raus, was auch immer das ist. Durchqueren. Eine andere Ebene. Okay. Oh, noch mehr Schwefel. Ja, eigentlich können wir wieder hoch. So, wie komme ich denn jetzt zu dem anderen Punkt dahin? Gute Frage, nächste Frage. Ich will zum Beispiel zum Hafen. Wie kann ich denn den Hafen einlocken? Ich meine, es gab eine Schnellreisemöglichkeit. Ebene 1 und 2. Ah, hier, was ist das denn hier? Kupferteil, da waren wir noch gar nicht. Ach, da ist ein Cockschiff drüber. Ah, schön. Jetzt kann ich nicht mehr raus. Jetzt müssen wir. Jetzt müssen wir. Ah, da ist. Der Hafen, aha. Unsere Raffinerie geupgradet. Filmische Zwischenszenen. Nee, danke schön. Du hast die Raffinerien geupgradet? Was heißt das jetzt? Ja. Die sieht jetzt anders aus. Das war die Aufgabe. Jetzt sollen wir das gleiche mit der Forschungsbank machen. Oh,
dann sind wir wieder ausgebohrt. Boah, man wird immer so ein bisschen schlecht. An, aus. Wir müssen dann irgendwann so einen neuen Drillship-Kern, dann haben wir, glaube ich, noch so ein Ding hinten dran. Zur Forschungswerkbank gehen, Forschungswerkbank-Menü öffnen, aufwerten, Schaltfläche klicken. Das war's schon? Da fehlt eine Kupferplatte. Aber dann ja. Das hast du ja vorhin hergestellt. Dann, Was? Wofür fehlt eine? Für das Blaupause anfangs. Aufwerten. Aufwerten. Was aufwerten? Das ist in der Warteschlange? Rechts ist ein, unten rechts ist ein Aufwertenknopf, um die Forschungsbank selber aufzuwerten. Zwei Kupferrohre fehlen bei mir noch. Ich tue das mal hier in die Kiste, die Platten. Hier ist ja noch eine Kiste. Achso, da ist Munition drin. Oh, jetzt sieht sie auch anders aus. Etwas schicker. Ich habe jetzt immer noch so zerstörtes Fertigungsmodul Stufe 1. Dient zur Erforschung von Informationen, aber wie können wir diese Informationen erforschen, ist jetzt die Frage. Das kann ich dir auch nicht sagen. Ich tue das mal hier rein. Ah, hier. Wenn du bei Fertigungstechnologien oben an der Forschungsbank durchklickst, da kannst du jetzt eine Pumpe reintun oder ein zerstörtes Fertigungsmodul. Okay, lass mich mal gucken. Ihn zum Erforschen von... Das kann ich mehr draufdrücken irgendwie. Ah, jetzt. Fertigungsdaten der Stufe 1. Hier haben diese Helme auch und so. Oh. Hey, es arbeitet. Ja, das ist sogar die Aufgabe, was du da machst. Ja, natürlich. Natürlich, also. Ja, jetzt können wir auch rausgehen. Mission für den Geschützturm wird klar. Hat doch gar nichts geschossen, oder? Zu dir im Inventar? Nein. Nee, hab ich nicht. Nein. Ist sie noch hier drin? Ist sie doch. Okay. Ja. Ist vielleicht eingefahren? Nö. Hm. Was ist hier? Oh. Noch ein Turm. Das hier ist das Munitionslager doch bestimmt für die... Oder? Ne, ist einfach nur... Ist einfach nur eine Kiste, die hier stand. Ja. Schiff kam mit einer Kiste. Okay, muss ich mal leer machen. Ich habe zu viel Kupfer und so ein Scheiß. Alles in das Lager schmeißen. Ach, hier ist die Pistolenturmmunition. Ich habe sie gefunden. Ja, die Lacke am Boden. Am Boden. Okay. Ja, okay. Habe ich mir gedacht. Denk doch, du darfst die Videos dir nicht selbst angucken. Ich habe, glaube ich, alles neben gedrückt oder so. Ich weiß nicht genau. Ich wusste gar nicht, dass das hier mit dem Vertrag einhergeht, dass ich diese Videos nicht selber schauen darf. Nee, das darfst du nicht. Warte, ich tu die hier rein, die Module zum Forschen. Ja, dann... Jetzt wird der Forschungsschrank. Bräuchten Granaten. Granaten, Hagel und Granaten. So. Jetzt machen wir Drillship über Armband steuern. Mine in der Nähe. Komm, machen wir das mal. Das ist die Mine, wo wir, glaube ich, 400. Ich glaube, es ist glatt schon besser hinzurennen und dann das Ding zu rufen. Ich frage mich halt, ob wir nicht schnell reisen können. Was ist das hier? Ah, okay, jetzt sieht man es besser. Ne, Tunnels 1. Egal, wollen wir los? Ja, würde ich sagen, oder? Ja, der forscht da oben doch immer noch, ne? Kannst du ja anmachen, solange. Nee, der forscht nicht mehr, wir haben nichts mehr, glaube ich. Doch, hier ist noch ganz viel. Warte, ich mach mal an. Bei mir gibt es nicht. Du hast recht. Warum denn nicht? Das ist eine Frage. Nähern. Sollen uns eine Mine nähern? Die ist aber weit weg. Vielleicht muss das unten rein. Vielleicht muss das hier unten in das Lager. Geht's jetzt? Ja. Okay.
Ja, müssen wir mal gucken. Wir müssen dann irgendwie das Lager mal erweitern. Es gibt da so Module dafür auch. Ja. Okay, dann los. Dann laufen und rufen es dann. Ah, ein neuer Tag, um Schrott abzuschießen. Schrott zum Verbrauchen. Ja. Komm, siehst du diesen Amboss? Den machen wir mal. Das ist nämlich so ein Drillship. Ja. Da können wir mal unterwegs hin. Oh. Die stehen nämlich auf so einem Loch, wo wir uns nicht rausbuddeln können. Unfassbar. Die blockieren ja unsere Parkplätze. Unsere. Ja. Da hinten ist es. Man sieht es auch schon. Das sind so Leute, die auf behinderten Parkplätzen parken würden. Ja. Sie es nicht dürfen. Unfassbar. Dann sollen wir zu dem Dorf nehmen? Wir machen das Drillship erstmal, ne? Oh, da oben ist einer. Sollen wir es stürmen? Ja, warte. Ich hänge ein bisschen hinterher. Konnte nicht an dem Kupfer vorbei, es tut mir leid. Ich glaube, er rennt schon zu seinem Schiff. Ich glaube, er hat mich gesehen. Nicht so angelichtet. Ich glaube, ja, er hat mich gesehen. Ich glaube, jetzt verpisst er sich. Ich renn schnell rein. Und, ja, schieß ihn ab. Haha, wo ist er hin? Ach, ja, die haben ja hier diese komische Kabine. Damit können die, glaube ich, unter die Erde. Warte mal. Oh Mann, hier sind aber viele Knöpfe. Was sind für Dinger hier an der... Statuspuls, Konverter. Ah! Unser Haus. Der übliche Frachtraum. Das Riemen. Hast du eine Granate gefunden oder so? Nee. Oh, hallo. Oh Gott! Was werden immer mehr? Flechtdosenalarm! Du rennst durch die ganzen Leichen durch, die fliegen durch die Gegend. Ich glaube, wir können gehen, oder? Keine Granaten, dann bringt das hier eh nichts. Die ganze Zeit. Denen. Ich frag mich, ob wir. Ah ne, jetzt ist er. Fluch soll es sein. Von unserem Parkplatz. Verzieht euch! Ja. Sollen wir denn eigentlich ganz hin? Boah. 900 Meter, ja, da müssen wir ein bisschen auf Expedition gehen. Wir haben noch 11 900 Minuten. Meter? Was meinst du? Ja, zu der Kupfermine ist irgendwie ein Auftrag. Aber da ist doch. Bei mir ist hier die Kupfermine 260. Oh. Also bei mir ist hier irgendwie. Dann gehen wir in deine Richtung, die ist dichter dran. Ja. Bei mir ist irgendwie ein Kilometer weg. Das ist die, wo wir vorhin waren, glaube ich. Das war doch eine Kohlemine, ja. Ja. Wir werden es sehen. Also bei mir ist es grün. Angelaufen. Das ist gut. Das muss Kupfer sein. Ah. Also es gibt ja auch Panzer und so jetzt mittlerweile. Also in dem Trailer. Den wir rumfahren können? Nee, Feinde, ich weiß nicht. Ach so. Da Forschungsdatenstufe 1 von 1. Also jetzt müssen wir Sprengstoff erforschen, da war nämlich irgendwas. Ne, jetzt guck mal, ist wieder alles da. Vielleicht sammelt das für uns, das ist aber nett. Computer finden oder herstellen. Wir können quasi das Ding an unserem Arm verbessern. Du kannst jetzt Sicherheit bist, kannst du das Innere erkunden. Gemacht, anrufen. Hoffentlich hast du jede Menge Erz gefunden. Wen soll ich anrufen? Den? Drillship über Armband steuern, ja. Auftrag annehmen. 8. Kohle. Ach guck mal, wir können noch direkt raffinerieren hier. Oh. Weißt du, so alles Steampunk und super Maschinen, aber wir haben immer noch eine einfache Spitzhacke. Ja. Hat irgendwie so ein Handbohrer oder sowas. LQ und wait before the remote lever contacts the drill ship. 8. Oh, mehr Kohle. Eine große Mine. Ich
jetzt auch nicht gedacht, dass das hier so viel ist. Er hat gedacht, so ein Raum und dann ist gut. Ja. Da kontaktiere den Captain über den Drillship vom Gerät, ja. Kellerbunker erkunden. Werkbank aufwerten. Ach stimmt, Bunker. Das haben wir noch gar nicht. Ich ruf mal das Drillship hier hin. Weil hier ist ja auch ein Ding, da waren wir ja schon mal. Der Drillship kann Landestellen Felsenküste nicht anfahren. Landestelle ist besetzt. Oh! Was? Da ist ja wieder einer. Dann ist das direkt hier draußen. Lass mal gucken. Schau wieder auf den behinderten Parkplatz. Wir sind die einzigen Behinderten, die da parken dürfen. Genau. Einer behindert ist, dann bin ich das. Ja. Oh ja, tatsächlich. Unfassbar. Unfassbar. Also Schande. Da müssen wir jetzt mal Schande über dein Haupt, Schande über deine Kuh. Das ist zu? Ist der denn auch zu? Ja. Okay, hau mal auf. Dann geht mir die Tür ein. Hey, wie klopft die hier? Ja, anders. Wo? Oh. Kann man hier mal Sachen sich ausleihen? Oh ja. Wink. Oh, was ist das denn hier alles? Ich wollte nicht gegen schießen. Oh! Warte mal. Da kommt gleich ein Roboter raus. Alles abstellen, alles ausschalten. Oh, er ist gleich fertig. Mit dir. Was weggeklaut, was hier so gibt. Ist nicht hier irgendwo so ein Kern? Den wir kaputt hauen können oder so? Ja, über dem. Was hier oben? Ja. Nicht so aus. Ich weiß es halt nicht mehr. Keine Granaten, ne? Ne, wir brauchen nur Sprengsätze. Wir müssen das nehmen. Noch eine habe ich. Wo habe ich die denn her? Leg den doch da rein. Nicht kaputt machen. Ne, ich glaube, noch können wir das nicht. Ich glaube, wir gehen alle Module an den Seiten eines und Deck an Seiten und Decken des Drillships, um es auszuschalten. Die Module hier oben, ja. Ja, alles was hier ist. Ja, alles kaputt machen. Zerstörung. Unständige Zerstörung. Oh. Tut mir leid, wir müssen das Schiff zerstören. Das ist, glaube ich, schon kaputt. Was ist hier noch? Ich glaube, jetzt haben wir es. Genau. Alles auseinandernehmen. Oh, Drillship explodiert. Ach, so schön, Rückzug. Wie habt ihr das gemacht? Wir haben auf alles draufgehauen. Das hätten sie auch mal schöner machen können, aber trotzdem gut. Und jetzt bauen wir es ab. Tatsächlich. Das können wir alles auseinandernehmen. Geil. So, weg damit. Oh, aua. Unser Drillship. Ups. Ja, das war doch erfolgreich. So, jetzt haben wir Platz. So, Drillship rufen. Genau. So, kommt davon. Genau das passiert, wenn man auf dem Behindertenparkplatz parkt. Genau, man muss damit rechnen, dass da Leute mit Spitzhacken ankommen, dein ganzes Auto auseinanderklopfen und das alles mitnehmen. Erst die Türen und dann explodiert dein Auto. Bomm. Genau. Türen, Kofferraum und Motorhaube und danach explodiert es einfach. Ja. Wie in so einem Film. Die sind immer aus fahrendem Benzin. Ja, genau. Hochkonzentriertes Nitroglycerin. Ja, Explodieroglycerin. Genau. Sich immer an den Winnie von Atlantis denken. Von wem? Hast du das gerade getrunken? Das war hochkonzentriertes Nitroglycerin. Nicht bewegen, nicht atmen. Ja, was ein schöner Film. Ah, sehr gut. Müsste man so Nervensägen verabreichen. So, du hast Nitroglycerin getrunken, du darfst jetzt nicht mehr reden und auch nicht mehr atmen und dich nicht mehr bewegen. Aber und platzt du. Ah, es kommt. Ich höre Lancelot. Oh. Die Kamera, ey. Guck mal. So bom, 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 bom. Da kommt die Raupe. Wäre sowas rein theoretisch eigentlich möglich? Nee, wär's nicht, ne?
Weiß ich nicht. Ich glaube, die Erde weiß ja nicht, oder? Wo sie hin soll, glaube ich. Das ist das Problem. Ja, du hast ja diese, diese Tunnelbohrer. Die schieben das immer nach hinten dann raus. Aber du musst es halt irgendwo lassen. Das stimmt. Ich weiß halt nicht, irgendwie... Ich glaube, du brauchst jetzt halt super starkes Material. Es müsste so ein Ultrabohrer sein, der nicht kaputt gehen kann. Ultraboro. So, Gegenstände platzieren. Wir brauchen Klicke und platziere Gegenstände in der Registerkarte des Drillships. So, wir brauchen Schwefel. Ach, hast du. Moja. Brauchen wir eine kleine Pumpe. Kleine? Oh ja. Drillship Frachtraum ist voll. Geht Frachtraum für eine Ware für eine... Ja, können wir nicht. Ich messe einfach gerade was raus. Klicke auf Menütaste Station zum Wert der Forschung, wähle Registerkarte Blaupause, stelle Blaupause F an. Was? Bergmeier aufwerten, achso. Ach, hier oben. Anfangsfertigung sollen wir herstellen. Soll ich das mal starten? Ach, bei Forschung? Aber ich dachte, wir sollen erstmal Bergung machen. Wir müssen erst die Blaupause da, wisst ihr, wenn du unten auf Überweiterung aufwerten bei der Werkbank, da fehlt uns die Blaupause dafür. Anfangsfertigung meinst du das? Genau. Und danach machen wir auf jeden Fall mal Sprengstoffe, oder? Ich weiß nicht. Und bessere Munition. Wir bleiben mal bei der Quest. Aber steht doch zwei, ich hab doch nur eins, bin ich doch nur am Forschen. Ah ne, ist das richtig. Ist da ein. Das gibt doch nichts Schöneres als irgendwelche Maschinen, die Maschine zu drehen und so. Kein Platz mehr, ja, wir müssen unbedingt mal gucken. Machen wir dann erst bessere Strukturen hier, also Anfangsstrukturen, kriegen wir dann die Möglichkeit, Lagerräume zu bauen. Ah, 24% der Sache näher. So, ich mach mal hier längere Crafting-Dinger. Ja. Achso, es. Crafting. Hier unter Tage, zieh den Notfallhebel am Kern. Notfall. Notfallhebel? Was? Der rechte Hebel zum Runterfahren. Achso. Das gleich wieder. Immer diese Dramatik. Ja. Kellerbunker erkunden. Nicht dem Haus nähern. Wir brauchen mal einen Schrank für Schrauben und so. Ich möchte so ein richtig schönes, globales, großes Lager hier drin. Ja, ich will mal hier rein. Maschinen das dann auch rausnehmen können. Ach, ich habe die Pistolenturmmunition wieder hier, meine Güte. Na? Ach, hier ist Schaltpult. Tu das mal hier rein, das kannst du ja mal platzieren, wenn du willst. Schaltpult. Zeigt mir Status Systeme da. Das kenne ich noch. Woher ist die eigentlich die zweite Spitzhacke her? Das will ich nicht sagen. Das ist aber ein schickes Pult. Doch genau dein Ding. Ja. Nichts Schöneres. Als Information und Daten. Boah. Wo ist es denn? Hab ich unten neben den Kern gestellt. Ich hab links daneben auch noch einen Schrank hingestellt. Ich weiß nicht, muss ich irgendwo gefunden haben. Ah ja, gut. Ja, das. Lauffaulen Leute. Ach guck mal, da steht noch, dass wir plus 5 Energie haben noch. Noch, gerade so. Blaupause installiert, gut gemacht. Du hast die Werkbank aufgewertet. Achso, passiert automatisch, wenn man da oben aufwerten, wenn man das erforscht? Ich hab auf Aufwerten geklickt. Na gut. Na gut.
Gut, dann gehen wir jetzt mal zu diesem Haus. Dem Haus. Wie weit ist das weg? Rein in das 2000 Auto. Kilometer. Sind wir so tief? Scheinbar. Warte mal. Achso, ja. Alles gut. Also wird schon ein bisschen kotze, kommt schon einem dann hoch. Ja. So, während wir auftauchen, liebe Leute, sehen wir uns wieder nächste Folge bei Vulkanoids. Danke fürs Zuschauen und bis dahin wie immer. Haut rein, Leute. Tschüssikowski. Thank you.